morgens lange hing. Es war für mich ein ganz besonderer, ein ganz großer Moment. Ich habe mich darüber riesig gefreut. Allerdings, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, hing diese Flagge nicht lange, denn der CDU in Sachsen war das dann doch ein bisschen zu bunt und unser Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat die Flagge wieder einholen lassen. Was heißt das? Das heißt, die CDU muss sich langsam mal an das gewöhnen, was in Sachsen längst Lebensrealität ist. Denn, dass das Leben kunterbunt ist, dass Männer Männer lieben und Frauen Frauen, das ist die Realität. Das ist im konservativen Irland so und das ist auch in Sachsen so. Und deswegen sind wir gut beraten, wenn wir auch unsere Gesetze daran anpassen. Das heißt, dass es nicht nur möglich sein sollte zu heiraten, sondern auch das Adoptionsrecht uneingeschränkt und viele, viele andere Rechte. Das Motto ist ja noch was sagen. Ich habe selbst eine Tochter, sie ist knapp 2 Jahre alt und sie wird im Herbst das erste Mal zu einer Hochzeit gehen. Und das wird eine Hochzeit sein von 2 wunderschönen Männern. Und ich freue mich sehr, dass die erste Hochzeit, die meine Tochter besucht, von 2 Männern ist, weil sie auf diese Art und Weise lernt, dass es eben nicht nur Braut und Bräutigam gibt, sondern auch Bräutigam und Bräutigam und Braut und Braut. Und ich bin glücklich, dass sie in einer Gesellschaft groß wird, in der das möglich ist. Ich weiß aber auch, dass es noch viele Probleme gibt in der Akzeptanz und deswegen ist der Tag heute hier besonders wichtig und wir können mit diesem Zug in der Chemnitzer Innenstadt für Aufmerksamkeit, für Nachdenken und hoffentlich auch mehr Akzeptanz sorgen und das Ganze soll auch noch Spaß machen und den wünsche ich euch jetzt. Los geht's! 2015 eröffnet! Wie du dazu stehst, was du da vielleicht auch in Zukunft mit einbringen kannst und überhaupt für Schwule und Lesben in Zukunft vielleicht auch im Stadtrat mit beschlossen werden kann. Denn wir sind mittlerweile hier different people, wir haben die EZ-Hilfe hier, es wird überall Geld gekürzt. Als LSVD sind wir mittlerweile bei den Piraten untergekommen, weil wir eigentlich kein Geld haben, uns ein eigenes Büro zu machen. Wir sind dankbar, wir haben bloß das Problem, dass wir mittlerweile irgendwo gesagt kriegen, naja, dann seid ihr vielleicht piratennah. Nein, das sind wir nicht. Wir sind ein freier Verein, der eigentlich nirgends angehört, aber dankbar sind, dass wir unterkommen, ne, an der Stelle. Ich frag dich einfach mal.
Also konkret jetzt zu diesem Flaggenstreit, das ist ja nicht der erste, den es in Chemnitz gab, und der Rotter kann das dann bestimmt noch genauer ausführen. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte selber schon mal mit einer Aktion, die richtet sich gegen Gewalt an Frauen, mit einem Aktionstag versucht, diese entsprechende Flagge vom Chemnitzer, Rathaus hissen zu lassen. Das ist uns auch nicht gelungen. Das ist also keine per se jetzt Aktion, dass man den CSD da nicht will oder dass man da ideologisch Probleme hat, sondern die Stadtspitze hält sich da offensichtlich sehr stark an die Vorschriften. Das muss ich respektieren. Bin mit dem eigenen Versuch da auch schon gescheitert. Insofern, ich würde es gerne in Ihrem Sinne auch verhandeln, aber wahrscheinlich mit demselben Ergebnis. Was wir damals mit der Flagge dann gemacht haben für diese Aktion gegen Gewalt an Frauen, wir haben die am SPD-Haus an der Dresdner Straße gehisst, und das würde ich Ihnen jetzt mal konkret zusagen, das können wir gerne machen. Ja. Das muss ich ehrlich sagen, was die Flaggenordnung betrifft, das ist ja, im Grunde geht es ja hier um die Flagge vom Rathaus. Und gerade was auch städtische Gebäude sind, was städtische Unternehmen sind, da finde ich es eigentlich völlig fehl am Platz, dass da eine sächsische Beflaggungsordnung überhaupt was regelt. Weil gerade in dem Bereich, was öffentliche Gestaltung, was Gestaltung des öffentlichen Raumes angeht, haben eigentlich Städte normalerweise noch eine halbwegs Autonomie. Und da finde ich es auch schön, wenn das aufgeweicht werden würde, damit sowas in Zukunft halt wieder funktioniert. Dann lass mal als Piraten hier machen. Ja, das ist ja ein altes Gebäude. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass wir rufen. Rufe Kampfschacht mal, und wie das klingt, das hört ihr jetzt.